So, hi Leute, das Sanu hier. Die Vindicator Exotic Rifle ist eine der neuen exotischen Waffen und für mich persönlich die beste Exotic in der neuen Season, die kommt. Ist jetzt optisch sehr, sehr geiles Teil. Kommt das Ding, die Vindicator, wenn das hier auch nur halb so gut im Einsatz funktioniert wie in der Simulation, dann ändert das alles. Calvin McManus, erinnert ein bisschen an die Descent, der Abstieg. Ich mach mich hier mal weg. An der Descent, der Abstieg von der Farbgebung her und von der Beschreibung. Und ja, wenn ihr euch fragt, wie ihr da rankommt, und zwar werdet ihr wohl da rankommen, wenn die neue Season startet, über den Descent, über die NSA-Währung, die ihr während des Modus bekommt, die ihr dann in dem Shop entsprechend ausgeben könnt. Wie teuer die sein wird, keine Ahnung, wir gehen gleich mal schauen, ob man das schon mal sehen kann. Aber ich denke, das wird einiges sein für eine Exo. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ich mag es, wenn Sachen hinter bestimmten Modi gelockt sind, weil es einfach dann Sinn macht und die Leute reintreibt und die Leute Spaß haben, für immer zu farmen. Ich bin da ein absoluter Fan von. Aber was kann die Vindicator? Deren Talent heißt Ortiz Stürmerschnittstelle. Beim Anvisieren markiert die Waffe einen zufälligen Körperteil an jedem Gegner. Die Waffe fügt den markierten Körperteilen 75% Waffenschaden zu. Ich fand das Ding eigentlich, ich habe es mal kurz getestet gestern, ich finde es eigentlich ganz gut für eine Rifle. Sie ist sehr, sehr stabil, also wirklich sehr stabil, lässt sich sehr schnell feuern, hat eine SPM von 380 für ein Gewehr, echt nice und macht guten Damage, ist schnell nachgeladen, aber schaut euch das ganze Ding an. Wir testen das Ganze mit, wie gesagt, gerade mal zusammengewürfelt auf dem PTS mit Coyote-Maske, Walker und Harris, Matador, Rucksack und vier Teilen Zorn des Jägers. Einfach just for fun. Da ist nichts optimiert und gar nichts, ne? So. Und seid bitte vorsichtig bei der Beurteilung. Ich bin jetzt auf dem PC. So, ihr seht aber hier, sobald ihr durchblickt, hör mal rein. Sobald ihr durchblickt, markiert, wird ein Körperteil vom Gegner grün markiert. Das leuchtet so. Unverkennbar. Hier die Brust zum Beispiel. Oder hier Kopf. Oder hier. Gar nichts. Wahrscheinlich die Beine. Die waren nur gerade nicht sichtbar. So. Hier kommt der Heli. Alles so ungewohnt mit Maustastaturen, ne? Habe ich ja früher nur gespielt. Langes her. So, ihr seht hier auch wieder die Brust. Hier die Beine. Ihr seht's wie ich spiele nicht wirklich lange oft auf PC und so, ne? Ihr seht, wie gut ich in der Lage bin, das Ding gerade zu halten, ohne dass ich großartig Waffenhandling oder sonst was drauf habe. Und wie schnell sie wirklich feuert. Und hier kommt da noch ein Heli. Oh. Guck mal hier, Blindfire. Oh. Oh, zielen soll mal ein bisschen besser sein. Jetzt hier die Beine. Nein, 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 rüber. Da wieder Beine. Kopf. Nice, ich find's ganz nice. Wenn du da was entsprechend drum baust, why not? Eieiei, jetzt könnte ich nur meinen PS5-Controller anschließen, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ah. Bus. Kopf. Bus. Da wahrscheinlich die Beine. Oh. Ja, komm. Also ihr müsst euch ja jetzt stundenlang mein Gameplay angucken, deswegen werde ich kurz warten, bis sie weg sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von der her haltet. Weil an sich, ich spiele nicht so oft Gewehre. Bin eher so der LMG-Stummgewehr- und MP-Typ.
Aber mit der könnte man schon zocken. Was ich ein bisschen, ich meine, klar, ne, durch das Talent bedingt, ist es so, dass wenn du durchs Visier schaust, dann die Gegner Schwachstellen angezeigt werden. Ich persönlich fände es halt nice, wenn man die Option hätte zu wechseln. Aber er geht halt automatisch in Scope rein. Finde ich bei vielen Buffets, bei der Dr. Home ist es ja auch so, ne? Und besonders bei der Dr. Home, als CQB, als Close Quarter Battle Gewehr, finde ich es absolut unnötig, dass man da gezwungen wird, ins Scope zu gehen. Anscheinend hat man das extra gemacht, um das zu balancen. Jetzt hier finde ich es tatsächlich ganz okay, zumal der Zoom nicht allzu krass ist. Seht ihr? Deswegen, mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, das war die Vindicator, die neue exotische Rifle, das neue exotische Gewehr. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet, wie ihr das Teil findet. Ich bin raus, lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bye.